Da ist es also endlich, das neue Call of Duty Warzone. Und nein, 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 keine Sorge. Also was heißt keine Sorge, aber das hier wird keine Review zu Warzone 2.0. Warum? Naja, weil man das Ding dazu erstmal länger gespielt haben muss, um dann bewerten zu können, wie abwechslungsreich die Map ist, wie fair das Spielbalancing ist und wie die Monetarisierungsoptionen sich mit dem 2.0er Update vielleicht geändert haben oder nicht geändert haben. Deswegen, nein. Bewerten möchten wir Warzone jetzt grundsätzlich nicht und ob ihr das Spiel mögt oder nicht, das ist auch erstmal eine grundsätzlich individuelle Frage. Ich persönlich verbinde mit Warzone unglaublich viel und ich bin hyper hyped auf die 2.0er Version. Warum? Das ist eigentlich sehr simpel erklärt und ich habe es in einem Video auch schon mal grob angesprochen. Warzone generell ist ein Spiel, welches von seinem Gameplay her mich einfach komplett begeistert hat. Die Art, wie hier Battle Royale gespielt und erlebt wird, ist einfach eine, die für mich perfekt passt. Die Idee, dass man halt nach dem Tod auch wieder einsteigen kann, wenn man ein spannendes One-on-One-Duell beziehungsweise jetzt bei Warzone 2.0 Two-on-Two-Duell gewinnt, das finde ich einfach großartig und grundsätzlich die einzelnen Spielmechaniken auf der Map selbst machen mir einfach unglaublich viel Spaß. Natürlich geht es in Warzone wie in allen anderen Battle Royale-Spielen darum, bis zum Ende zu überleben und als letzter da auf der Insel stehen zu bleiben. Aber die einzelnen Sachen, die man bis dahin machen kann und anders machen kann und die Momente, die man da einfach erlebt, sind halt mehr als einfach nur pur Run and Gun beziehungsweise in der Ecke hocken und rumsnipen. Lustige, absurde, bescheuerte, einfach großartige Momente hatte ich in Warzone so unglaublich viel wie in keinem anderen Spiel mehr seit, ey, ganz ehrlich, Battlefield 2. Wirklich kein anderes Spiel hat mich im Multiplayer so amüsiert und so, nee, nicht gar nicht fasziniert, sondern einfach gefesselt wie eben Warzone. Und ich muss auch sagen, ein Teil der Faszination ist natürlich daraus entstanden, dass ich ein cooles Squad hatte. Danke hier explizit an Philipp und Dominik. Großen Kuss in die Richtung. Aber auch, dass dieses Spiel für mich zum richtigen Zeitpunkt kam. Oder besser gesagt, zum ungünstigsten Zeitpunkt kam, zumindest quasi für die Weltgeschichte. Denn mitten im Lockdown hat mich Warzone gepackt und war einfach mein Socializing-Game, mein generelles Socializing in dieser Zeit. Deswegen verbinde ich mit diesem Spiel, glaube ich, noch ein wenig mehr als nur das pure Gameplay, aber es ist halt einfach so eine Art emotionale Bindung, von der ich nie erwartet hätte, dass ein Call of Duty-Ableger beziehungsweise ein Free-to-Play-Call of Duty-Ableger das in irgendeiner Weise bei mir hätte erzeugen können. Damals habe ich mal gesagt, bei einem Assassin's Creed oder bei einem Zelda Breath of the Wild, da hätte ich das erwartet, weil große Welt, kann mich ablenken und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch bei einem MMORPG, wo man sich denken kann, ja, cool, wir sitzen alle im Lockdown und dann ist das halt geil. Ist halt ein MMO mit vielen tausenden anderen Spielern. Da hätte ich das jetzt irgendwie erwartet. Aber Call of Duty explizit mit Warzone? Nein, da habe ich das wirklich nicht erwartet. Und auch die Idee zum Beispiel mit Hot Mics. Amudi, wo bist du, Digga? Wo bist du? Dass man die Gegner hört, wenn man die einmal noch niedergeballert hat, das ist halt einfach großartig. Die ganze Idee von diesem Spiel und die Umsetzung, mich begeistert das einfach. Und ja, das Ding hat viele Bugs und immer wieder Bugs gehabt und keine Sorge, Warzone 2.0 wird auch seine Momente in puncto Feinschliff haben, aber das hat mich nie gestört bei Teil 1.0. Und es ist einfach, ich freue mich wirklich gigantisch auf Warzone 2 und ich bin hyper hyped. Was muss dieses Spiel aber machen, dass es für mich auch frisch bleibt, unabhängig von der neuen Map, neuen Waffen und neuen Fahrzeugen? Ehrlicherweise erwarte ich halt öfter neue Updates, welche die Spielmap als solche verändern. Bei Warzone 1.0 hat es mir einfach dann doch hinten raus zu lange gedauert, bis die Map sich selbst verändert hat oder es alternative Spielvarianten gab. Denn irgendwann, nach so einem halben, dreiviertel Jahr, wollte man dann doch etwas mal anders erleben. Und ja, man hat dann die Map nach und nach verändert, auch teils zum sehr skurrilen, aber ich fand das sehr gut. Dann folgte irgendwann die neue Map, die mit Call of Duty Vanguard, naja, eingeführt wurde und dann, nee, Vanguard war es halt auch einfach nicht. Und die Warzone-Variante dann in Vanguard war es, naja, egal. All das war es halt einfach nicht. Oder anders gesagt, seit Vanguard spiele ich halt Call of Duty Warzone nicht. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen zurück zur 1.0er-Variante gehen, zumindest vom Spielgefühl. Also, so wirkt das alles, so wirken auch die ersten Anspielberichte. Und auch wenn ich mir gerade so anschaue, welchen Hype Warzone 2.0 gerade generieren kann, dann erwarte ich hier, zumindest in den ersten Wochen, einen ähnlichen Impact wie eben damals mit dem ersten Warzone. Ob der so lange anhält, das glaube ich eben dieses Mal nicht, weil man muss schon sagen, das Spiel hat profitiert von der Situation. Wir saßen alle zu Hause, hatten nichts zu tun, beziehungsweise hatten was zu tun, aber haben niemanden getroffen und da waren solche Spiele einfach perfekt. Da hast du erstmal Animal Crossing gespielt, dann irgendwie warst du da fertig und dann hast du dich in Warzone reingeworfen. Also das war wirklich mein Alltag ein bisschen, also wirklich sehr, sehr oft. Was ich mit diesem Video eigentlich nur kurz und schmerzlos sagen möchte, ich bin
hyper-hyped auf Call of Duty Warzone 2.0. Ich weiß, dass dieses Spiel, diese Firma durchaus ein bisschen mehr als nur etwas Kritik verdient hat, aber keine Ahnung, dieses Ding ist irgendwie absolute Liebe geworden und ich hätte das niemals erwartet und ich bin einfach hyped. Und ich kann mir vorstellen, dass ich Ende des Jahres hier stehe und euch sagen muss, dass Warzone mein Game of the Year ist, obwohl es nicht mal wirklich komplett neu ist. Aber es ist einfach dieses, ich habe da einfach richtig hart Bock drauf. Ich liebe alles daran.